zusammen und herzlich willkommen zum nächsten Part von Neverwinter. Ja, beim letzten Mal haben wir uns hier ans Lagerfeuer gefläzt, um den Part zu beenden. Ich renne einfach mal durchs Feuer durch, das ist wundervoll. Ich bin eine Elfe, mir passiert nichts, ich bin unsterblich, verdammt. Und ja, dann würde ich sagen, Malaketh. Noch ein Elfenbruder. Dann würde ich sagen, machen wir direkt weiter. Wir müssen zur Brücke des schlafenden Drachen. Okay. Zombies. Um mit Flucht des Plünderers den Feinden auszuweichen und Distanz zu schaffen. Ja, das sieht sehr genial aus, wenn man das tut. Wow. Der Drachenlich sieht von hier aus auch sehr gut aus. Deswegen werde ich euch das gleich auf jeden Fall auch mal zeigen. Und jetzt werde ich aber erst einmal. Ja, die sind natürlich viel schwieriger als meine vorherigen Feinde. Das sehe ich schon. Das ist so, ja, doch. Ist schon hart, muss ich sagen. Das ist nicht ohne. Die Gegner hier sind überhaupt kein Problem in dem Moment noch. Aber das wird sich ändern, Freunde. Das wird sich auf jeden Fall ändern. Autsch! So, Flucht des Plünderers. Gesehen? Sehr geniale Fähigkeit. Und sehr gut, wenn man irgendwie gerade von Feinden bedrängt wird. Habt ihr noch irgendwas zu mitnehmen? Irgendwas, was ich einsammeln kann? Bin immer auf der Suche nach Dingen, die ich einsammeln kann. Yeah! Aber hier ist offensichtlich nichts. Dann gehen wir direkt weiter zu Wilfried. Wilfred, wie auch immer. Ach, hallo. Wirkt schon wesentlich frischer als unten am Strand. Hab gesagt, warmes Feuer wird euch gut. Oder wie meine Mutter immer zu sagen pflegte, warme Kleidung bringt ein warmes Herz. Süß. Ihr habt genug Skelette aus dem Weg geräumt, sodass wir es durch das Tor schaffen sollten. Linkletter hat mir einige Heiltränke für euch gegeben. Ihr werdet sie vielleicht auf der Brücke brauchen. Vielleicht. Sehen wir mal. Danke, wir sollten uns beeilen. Los, 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 los. Huch. Holy, was ist das denn? Ist das irgend so ein Hexenmeister oder was? Oder wie? Sieht schon cool aus. Okay, jetzt muss ich hier einmal F drücken. Durch links klicken auf einen Ort, kann dorthin gereist werden. Und dann reisen wir jetzt hier direkt zur Brücke des schlafenden Drachen. Ja, bitte. Danke. Loading Screen for the win. Sie stecken in Schwierigkeiten, wir müssen ihnen helfen. Ja, dann tun wir das doch mal. Auf in die Schlacht. Drücken Sie zweimal in eine beliebige Richtung, um Angriffen von Feinden auszuweichen. Au. Trotzdem. Sie können nicht abrollen, wenn Ihre Ausdauer zu niedrig ist. Ja. Also dieses links und rechts ausweichen kostet Ausdauer. Kann ich euch jetzt gerade irgendwie nicht zeigen, weil es nicht mehr funktioniert. Ey. Psch. Ah. Nein. Zu weit weg? Nein, ist er nicht. Yeah! Deshalb nehme ich Bogenschützen. Weil... Fernkampf. Das ist einfach absolut mein Ding. Ich habe einfach absolut keinen Bock, in die Feinde reinzurennen, weil ich dann total den Überblick verliere und... Ah! Das sind sie ja schon. Hilfe! Nein! Wilfried, nicht sterben! Mach keinen Scheiß! Ich finde die Musik in diesem Spiel übrigens auch sehr genial. Sind hier noch welche? Nein. Doch, da sind welche. Hi, Überraschung. Sterben. So. Also, die kommen mir schon öfter nahe. Und wie ihr seht, habe ich auch ein bisschen was an Leben verloren. Vielleicht aber auch einfach nur, weil ich mich gerade blöd anstelle. Genau. Ja, das war's schon. Wow. Cool, cool. Das sind ziemlich große Ketten. Irgendwas ist hier wohl passiert. Haben es nur zwei erwischt. Gut, ist egal. Ich mach das schon. Lehn dich zurück, Wilfried. Alles wird gut. Zombie Schuft. Ah, scheiße, den habe ich übersehen. Aua. Oh. Oh Gott, das klingt voll böse. Da erwische ich hier nur die drei.
Nein. Pfui. Lass mich in Ruhe. Huch. Achso. Liegen noch Dinger auf mich zu. Hä? Wo ist denn der andere da vorne? Zack. Was bei den neuen Höllen ist das? Hexenmeister irgendwas? Todeshexer, Gruft, Schrecken, was auch immer. Oh oh. Wilfried, ich bitte dich. Mach keinen Scheiß. Au! Hey, nein, ich bin gestunt. Nein! Das war gut. Das war sehr gut. So, wie ihr jetzt seht. Um mit Erdbebenschuss eine erschütternde Implosion am Boden zu entladen, die Gegner heranzieht und verletzt. Ja. Wie ihr unten seht, ich habe jetzt diesen komischen gelben Kristall voll. Hier, da, den da. Ihre tägliche Kraft kann aktiviert werden, wenn ihre Aktionspunkte voll sind. Ja, danke. Also, wenn ich das einsetze, kostet das diese Aktionspunkte. Tägliche Kraft. Ist das meine tägliche Kraft? Ja, täglich, okay. Und hier kann man jetzt im Prinzip einfach nochmal gucken, was es so Neues gibt. Neue Klassenkraft. Aspekt des Falken. Gesehen. Sehr schön. Ja, habe ich alles gesehen? Dankeschön. Einmal schließen. Und jetzt. Theoretisch. Ist das in Besitz? Ja, das heißt, das gilt automatisch. 3K plus 3 Reichweite. Das ist sehr schön. Das freut mich. Kleiner Heiltrank, gib mir das. Nein, lass mich. Okay. Das Torhaus, wir schaffen es. Natürlich schaffen wir das. Was hast du denn gedacht? Das sind auch Bogenschützen. Sauerei. Okay, damit, Valindra! Nein! Oh. Nein! Oh Gott, dieser dumme Junge! Warum rennt der vor? Oh Gott, oh Gott. Ein böse, böse Skelettsoldaten. Stirb. Der sieht groß aus, der sieht ganz schön groß aus. Okay, dann würde ich sagen, hauen wir mal rein. Du triffst mich nicht, du triffst mich nicht, du triffst mich nicht. Hä, warum bin ich... Ah! Okay, das mit dem Ausweichen funktioniert schon mal ganz gut. Ich probiere jetzt einfach mal hier eins aus. Zack. Juhu. Okay, wie ihr gesehen habt, hat das meine tägliche Kraft, meine Aktionspunkte auf Null gehauen. Aber dafür konnte ich ihm einen ordentlichen Schlag verpassen. Heute kann mit der F-Taste aufgehoben werden. Und das war's im Prinzip auch schon. Also, okay, Moment, ich guck mal ganz kurz nach, was das jetzt alles war. Gebundene, schwächere Schriftroller der Identifikation und einen unidentifizierten Gegenstand. Oh, so eine interessante Sache. Doppelklicken, dann habt ihr die Schriftrolle in der Hand, hier draufklicken, dann habt ihr die Dinger identifiziert und entsprechend Feldstiefel des Wilderers bekommen, die ich dann jetzt auch direkt mal anlege, weil besser als meine und so. Und dann würde ich sagen, kann es weitergehen. Das gerade eben war, wie ihr vielleicht mitbekommen habt, Lindra. Und, ah, Wilfried. Na toll. Du Idiot, du dummer Junge, warum musstest du vorlaufen? Es tut mir leid. Ich hätte vorsichtiger sein sollen. Ja, ach. Aber ich konnte nur an all die Freunde denken, die sie auf dem Gewissen hat. Berichtet Feldwebel Nox, was passiert ist. Bittet ihn, nach meiner Mutter zu sehen. Das wird gar nicht nötig sein. Halte durch, Gefreiter. Ich hole Hilfe. Ihr müsst sie aufhalten. Lord Never Ember ist kein Heiliger. Aber diese Alternative ist wesentlich schlimmer. Wenn Never Ember fällt, herrscht Valindra über Never Winter. Sucht nach Feldwebel Nox. Er ist einer von Never Embers Wachen.
einer der Guten. Ihr müsst... Valenta! Es tut mir so leid. Ja, damit haben wir quasi das Tutorial abgeschlossen. Natürlich werden mir jetzt immer noch Tipps angezeigt und Tutorial-Texte dazwischen gesprochen. Aber jetzt sind wir in der Protectors Enclave angelangt, nämlich am südlichen Stadttor. Und 10 Minuten habe ich schon wieder, das ist wundervoll. Karawanenführer. Neverwinter Wache. Also, wir sind gut in der Stadt angekommen und jetzt würde ich gerne meine Quest abschließen. Willkommen auf dem Marktplatz der Sieben Sonnen. Sehen Sie sich ruhig genauer um. Der Bazar ist auch auf Ihrer Karte eingezeichnet. Ja, ist richtig. Ist wundervoll. Hier kann man alle möglichen Dinge erstehen. Ich habe mich ja auch am Anfang immer mal... magischer Hammer. Ach so, okay. Ach, das ist... ja, super. Okay. Ich werde mich hier jetzt aber noch nicht so genau umschauen, weil ich würde sagen, ich hab sowieso kein Geld. Also ich habe so gut wie kein Geld. Ich habe hier 8. Das bringt mir überhaupt nichts. Und dementsprechend werde ich jetzt einfach erstmal weitergehen und meine Quest abgeben. Bürger von Neverwinter. Und die Nacht etwas schon lange durchgezecht, ne? Schwarze Bretter. Die glitzern? Warum glitzern die? Stellenbrand. Achso. Ja, nee. Oh, Mäuchen. Wölfchen. Ich will auch so ein Wölfchen haben. Oh, es gibt ja so ein geniales Reiter. Das muss ich euch gleich zeigen. Das ist der Wahnsinn. Ich will das unbedingt haben. Ich habe keine Ahnung, wie man das bekommt, aber ich will das haben. Ach, scheiße, das steht hier. Ach, fuck. Ach, das steht hier nicht mehr. Mist. Oder steht das da oben? Ich weiß es nicht mehr. Oh, das ist so genial. Ich will es haben. Okay, ja, wie ihr seht, man muss einfach nur dieser wundervollen Glitzerspur folgen. Und dann wird man einfach automatisch zu seinem Questgeber geführt. Das mache ich gleich. Das da hinten kann ich auch gleich machen. Oder? Mache ich das jetzt? Dann mache ich gleich. Feldwebel Nox. Wenn ihr dem Tiefling bei dem Drachenlich richtig zugehört habt, wisst ihr, dass das ebenfalls einer derjenigen war, die in dem Vorspann. Ja, danke. Mein Virenprogramm hat sich gerade gemeldet. Ich hoffe, das hat man nicht gesehen. Antivirenprogramm, ne? Und so. Jetzt wollte ich den Satz noch beenden. Wenn ihr mitbekommen habt, was der Tiefling gesagt hat, dann wisst ihr, dass auch er einer derjenigen war, die am Anfang dafür Die gesorgt Protectors haben. Enclave braucht eure Hilfe. Dass Velindra nicht zu viel missbaut. Da sah er nur noch nicht ganz so grau aus irgendwie. Wilfred ist tot. Ja. Himmel und Hölle, er war zu jung für so einen Tod. Er war dumm. Ich möchte euch für eure Taten auf der Brücke danken. Vielleicht wäre sogar die Protectors Enclave gefallen, wenn der Vorbote die Mauer überwunden hätte. Ja, siehst du mal. Bitte nehmt euch aus der Kiste hinter mir ein Zeichen Aua. meiner Anerkennung. Scheiße. Au, 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 au. Sorry. Ich bin gegen meinen Tisch gekommen. Danke, Feldwebel. So, hier haben wir jetzt den wundervollen Langbogen, den ich am besten auch mal direkt ausrüste. Und weiter geht's. Wir haben heute viele gute Leute verloren. Und die Tatsache, dass der Vorbote so nah an der Mauer erschienen ist, stellt die Sicherheit der Enclave in Frage. Würde ich auch mal sagen, ne? Vom Tellerwäscher zum Millionär. Das hört sich ja genial an. Ihr habt sicherlich einen großen Teil eures Besitzes verloren, als euer Schiff von dem Drachenlich zerstört wurde. Viel kann ich euch nicht anbieten, außer ein wenig Zivilkleidung.
Ihr möchtet euch doch sicherlich auch irgendwann einmal ausruhen und aus eurer Kampfmontur heraus. Versorgungsfeldwebel Quinn kann euch sicher weiterhelfen. Ihr findet ihn westlich von hier, am anderen Ende des Tunnels. Das finde ich auch sehr genial. Die haben das so ein bisschen realistisch gehalten und stellen mir quasi ein Kleidungsset zur Verfügung, bei dem ich nicht die ganze Zeit in meiner Kampfmontur durch die Gegend laufen will, wobei ich das ja auch nicht unbedingt als Kampfmontur sehen wollen würde. Hallo, mein Freund. Oh, meine Freundin, offensichtlich. Das ist eine der Drachengeborenen. Und in der Tat, ich habe einige Fragen, habe ich nicht, aber die haben eine Quest für mich, die leider nicht vorgelesen wird. Deswegen mache ich das einfach mal kurz selber. Held, der Anführer der Armeen der Drachengeborenen in Neverwinter, hat mich gebeten, euch zu einer Audienz einzuladen. Sein Name ist General Barash. Und er befindet sich auf der Spitze des westlichen Hofes in der Halle der Gerechtigkeit. Gut, dann mache ich das doch mal. Wenn ich schon von einem Drachen zu einer Audienz eingeladen werde, dann werde ich das doch mit Sicherheit auch in Anspruch nehmen. So, jetzt hat er da vorne auch noch eine Quest für mich. Wow. Es gibt hier schon sehr geniale Reittiere. Aber das, was ich euch zeigen wollte, habe ich leider noch nicht zeigen können, weil... und so weiter. Seid gegrüßt. Hi. Die Stimmen wiederholen sich hier, habe ich gemerkt. Das ist ein Punkt, den ich irgendwie so ein kleines bisschen nervig finde, aber... Hallo. Seid ihr an einem geistigen Wettstreit interessiert? Ich bin der Lehrling eines ziemlich mächtigen, verschworenen Zauberers. Mein Meister hat eine Vielzahl von Ausspähungskugeln entlang der ganzen Schwertküste versteckt. Werden sie aktiviert, dann erlauben sie dem Nutzer, die Umgebung aus der Perspektive eines Vogels zu sehen. Ich habe bereits die Kugeln im Protectors Enclave entdeckt. Nun brauche ich Hilfe, um die anderen zu finden. Geht bitte zu den Kugeln im Protectors Enclave, um euch mit diesen vertraut zu machen. Und haltet während eurer Reise die Augen nach anderen Kugeln offen. Okay, der war leider ein bisschen leise. Ich hoffe, ihr habt alles verstanden. In jeder Region der Schwertküste sind 3 Ausspähungskugeln versteckt. Für jede Region gibt es auch Leistungen, die darin bestehen, die dortigen Kugeln zu finden. Ihr könnt euren Fortschritt bei diesen Leistungen in eurem Tagebuch verfolgen, die J-Taste, und dann den Leistungsreiter klicken. Okay, jetzt muss ich erstmal die 3 Kugeln finden. Hier ist nämlich schon direkt die erste. Halleluja. Halle der Gerechtigkeit. So, und da wird uns dann immer gezeigt, wo wir gerade sind, wo diese Kugel sich befindet und so weiter und so fort. Und jetzt könnte ich theoretisch zu diesem Drachengeborenen gehen, aber ich bin schon wieder bei meinen 20 Minuten angekommen, beziehungsweise bei 17, aber das reicht ja auch schon. Und muss meinen Part dementsprechend leider beenden. Ich mache mich langsam auf den Weg zu diesem Drachengeborenen, würde ich sagen. Und bedanke mich wie immer fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich bin immer noch sehr gespannt, wie es weitergehen wird. Dann würde ich sagen, schaut auf jeden Fall unten in die Videobeschreibung, weil wichtige Links. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Part auf jeden Fall wieder. Bis dahin. Ciao.